Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Was ist nun mit dem Wendler los? Fest steht, Michael Wendler kommt keine Runde weiter, ist raus bei Deutschland sucht den Superstar. Gerade noch herrschte Chaos pur beim DSDS-Sender RTL, weil der Sänger nicht zu den Dreharbeiten erscheinen konnte. Stattdessen ging er mit seiner Laura in Seelenruhe in Florida shoppen. Von einem Rauswurf war die Rede, doch Wendler war offenbar schneller. Hier verkündet er auf Instagram seinen Ausstieg bei DSDS. Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden. Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Ich wiederhole, der Sender hat darauf keine Einwirkung gehabt auf meine Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern alleine ich. Ein Schock für RTL. Doch Michael Wendler rechnet nicht nur mit DSDS und dem Privatsender ab. Er äußert sich auch kritisch anderen Medien und vor allem der Bundesregierung gegenüber, was die Corona-Maßnahmen angeht. Wendler spricht von groben Verstößen gegen das Grundgesetz. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Und das mache ich nicht nur alleine, sondern auch zahlreiche Mitstreiter wie Rechtsanwalt Dr. Füllmich, Professor Sureti Bhakti, so wie die Rechtsanwälte der Klagenpaten.de und zahllose andere. Nahezu alle Fernsehsender inklusive RTL machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert. Im weiteren Verlauf seiner Insta-Story verweist der 48-Jährige auf seinen Telegram-Kanal, um die vorgeworfene Zensur sozialer Medien zu umgehen. Ladet euch so schnell wie möglich Telegram runter. Telegram ist die einzige Möglichkeit, zensurfrei Meinungen auszutauschen. Alle anderen Portale wie Instagram, YouTube oder Facebook sind zensiert und wichtige Informationen, die ihr unbedingt begreifen müsst, werden gelöscht. Deswegen seid schlau, macht es sofort und folgt mir unter Michael Wendler offiziell. Danke. Eine Stellungnahme, die wie aus dem Nichts kommt. Und für die eingefleischten DSDS-Fans wird sich nun zeigen, wer in Zukunft neben Dieter Bohlen die Ohren bei den Sängern spitzt. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.